Ja, hallo bei Lukas Steiner, Stefan Reiner Tutorial. Heute dreht sich alles um den Sideflip. Und wie man schon sehr schön sieht hier beim Sideflip, geht es wie bei jedem anderen Salto auch, immer darum, am höchsten Punkt die Rotation anzusetzen. Das heißt, wir suchen zuerst Höhe zu machen, Rotation, indem man so klein wie möglich oder alle Hebel, die zur Verfügung stehen, an die Drehachse annähert und dann wieder öffnen für eine sanfte Landung. Sideflip ist aus meiner Sicht her ganz angenehm, mit so einem Würfel oder Tonquader zu arbeiten. Prinzipiell für alle Saltos aus dem Anlauf heraus, aus der Vorwärtsbewegung, also Vorwärtssalto, Seitwärtssalto, ist immer fein, eine Erhöhung zu haben, wo ich drüber muss, um eine aufrechte Absprungposition zu erlangen, gleich für den Beginner. Für den Start eine feine Übung, was ich ganz gerne mache, ist mit einer Hand zur Seite ziehen, wie man schön sieht jetzt da, dass man da die Drehachse, das heißt, ich versuche den Oberkörper in diese Lage zu bringen, wo ich dann den Seitwärtssalto umsetze. Mit der zweiten Hand kommt hinten, da schauen Sie da das Tempo für Rotation und Höhe zustande. Einfach eine nette Orientierungsübung für diese Rollbewegung und Schwungeinleitung. Im zweiten Schritt versuche ich dann wirklich den vorderen Arm, wie man schön sieht, da wirklich in die Laufrichtung zu bringen, den zweiten Arm das Öffnen nach oben und danach natürlich, wie wir gesagt haben, am höchsten Punkt versuchen durch Annähern zur Drehachse Rotation aufzubauen und das kann man in dem Fall nur machen als Rollbewegung über den Würfel drüber. Im nächsten Schritt versuchen wir ein bisschen mehr Tempo reinzubringen, also mehr Höhe. Ich sage immer dazu, ganz bewusst nicht über den Würfel drüber zu springen, sondern drauf zu landen. Einfach nur, um diese Umkehrbewegung nach oben zu erzwingen und nicht nach vorne zu ziehen. Das heißt, Höhe rauszuholen und nicht weiter in dem Fall. Wenn jemand am Anfang jetzt große Probleme hat mit dieser Rollbewegung oder die Achse richtig einzurichten, kann man es ganz einfach mit zum Beispiel dieser Handhaltung, das heißt, ich gehe einfach in dem Fall mit der rechten Hand zur rechten Hand des Übenden und versuche da diese Bewegung richtig schön in die Drehachse zu ziehen. Ich kann mit der zweiten Hand unterstützen und führen und somit wirklich dieses Tempo aufrechterhalten und ein Gefühl vermitteln für die Rollbewegung. Gut, wir haben die Vorbereitungen mit dem Tonquader oder mit dem Würfel abgeschlossen. Man kann das natürlich mit jedem Kasten machen, einfach eine Erhöhung, was etwas eine weichere Oberfläche hat, um diese Rollbewegung durchzuführen. Und wenn wir es abgeschlossen haben, die Orientierung, gehen wir weiter zum freien Salto, zum Sideflip mit einer Absprunghilfe, in dem Fall mit der Keilmatte. Vorteil von der Keilmatte, sieht man auch hier schön jetzt in der Slow Motion, sie verleitet weniger dazu, einen Prellsprung oder Reaktivsprung zu machen. Das heißt, im Hautenuntergrund versucht man mit Stemmschritten oder Schrittabsprung zu arbeiten und das geht ja ganz gut mit dem Keil. Ansonsten, man sieht das Gleiche, aufrechter Aufzug, Arm hinten hochziehen, am höchsten Punkt klein machen, für Rotation und möglichst sanfte Landung. Auch wenn man jetzt diese freie Rotationsbewegung schon macht, dann kann man genauso diese Hilfestellung mit der Handhaltung wählen, wenn man schon ein bisschen Erfahrung damit hat. Und vor allem natürlich auch Musterathlet, wie man es hier auch schon sieht, die Rotationsbewegung schon annähernd beherrschen. Das ist nur mal eine Hilfestellung, dass sie wirklich auch die Beine wieder aufkommen. Das heißt, durchgehend diesen Griff, dass ich schauen kann, dass dem Athleten nichts passiert.